Wir befinden uns in Rumänien, nur 15 Kilometer entfernt von der quer durch Europa verlaufenden E60. Einer der Hauptverkehrswege in den ehemaligen Ostblock. Kresch, oder zu Deutsch Kreisch, heißt der kleine Ort mitten in Transsilvanien am Rande der Karpaten. Fernab von der Zivilisation, wie wir sie kennen. Die Straßen sind nicht einmal geteert. Viele Häuser sind marode und baufällig. Kaum jemand besitzt hier Telefon oder Fernseher. Das Hauptverkehrsmittel ist das Fahrrad. Die Ernte wird noch mit Pferdefuhrwerken eingefahren. Nur ein paar der knapp 630 Einwohner besitzen einen Traktor. Viele von ihnen sind arbeitslos. Die Menschen in Kreisch profitieren noch nicht von der neuen Demokratie in Rumänien. Hier scheint sich seit 50 Jahren nichts verändert zu haben. Die öffentlichen Kassen sind leer. Nicht einmal die nötigsten Instandhaltungen können durchgeführt werden. Diese Situation erlebt Heinz Riedl während seines ersten Aufenthaltes in Kreisch. Gerade der Kindergarten des Dorfes befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Ja, wir sind hier von angekommen, haben natürlich gesehen, dass die Fundamente dermaßen brüchig waren und schon in sich zerfallen sind. Und dann haben wir die Toilettenanlage gesehen und da hat sich jeder gefragt, das ist so menschenunwürdig, da kann man doch keine Kinder in dem Haus unterbringen und auch noch als Kindergarten. Ja, da haben uns alle, das war für uns unmöglich, dass man sowas überhaupt duldet. Ne? Wobei uns vielleicht im Westen, wo man in Deutschland sagt, um Gottes Willen, da wäre sofort das Bauamt hier gewesen oder die Kommune hat sogar den Kindergarten geschlossen. Und wenn man dann die Decke anschaut, das Haus anschaut, da fragt man sich, wer übernimmt eigentlich die Verantwortung, solche kleine Kinder hier in den Kindergarten gehen zu lassen. Für Heinz Riedl war klar, hier muss etwas getan werden. Nach Gesprächen mit dem Bürgermeister des Dorfes wurde beschlossen, einen neuen Kindergarten zu bauen. Dann hat uns der Bürgermeister kurz gesagt, okay, dann gebe ich euch einfach ein Grundstück zur Verfügung, stelle ich das zur Verfügung und ihr könnt da einfach ein Haus drauf bauen. Aber das hat jetzt unsere Dimension wieder überschritten, weil es finanziell nicht da war, es hat gefehlt. Aber insofern, wie ich gehört habe, dass das 20.000 Euro kostet, habe ich ihm per Handschlag zugesagt, dass wir den Kindergarten bauen werden. Projekt Regenbogen nennt sich die private Initiative von Heinz und Doris Riedl und finanziert durch Spenden und Benefizveranstaltungen den Bau des Kindergartens. Wie bereits ein Jahr zuvor sind auch diesen Sommer wieder freiwillige Helfer aus Deutschland unterwegs nach Kreisch. Sie beteiligen sich dort gemeinsam mit Rumänen aktiv an dem Bau des Kindergartens. Alle Leute, die hier angereist sind, reisen auf freiwilliger Basis mit. Jeder zahlt seine Kosten, die er dazu verwenden braucht, aus eigener Tasche. Somit ist dann das ganze Volumen, was die Spenden anbelangt, wird in Baumaterialien und auch in diese fachliche Konstruktion dann auch umgesetzt. Spenden und tatkräftige Hilfe in Form von Workcamps bilden die Grundlage des Projektes Regenbogen. Mindestens einmal pro Jahr veranstaltet Heinz Riedl diese Workcamps. Hier können freiwillige Helfer das Projekt Regenbogen auch auf aktive Weise unterstützen. Und die Bereitschaft dazu ist sehr groß. In trauter Runde hat er mir von dem Projekt erzählt. Und dann habe ich gedacht, na prima, da machst du mit. Ja. Und da ich von Haus aus Architekt bin und ich auch mal wieder die Praxis kennenlernen wollte und auch ansonsten gerne tatkräftig zu lange, war ich dabei. Und hier bin ich. Ich bin ja nicht gezwungen, hier zu arbeiten. Das ist eine freiwillige Sache. Die ist auch unentgeltlich.
spende keine Finanzen dazu, gebe meine Körperkraft dafür. Heinz Riedel kann immer mehr Menschen im Rhein-Lahn-Kreis für sein Projekt gewinnen. Seine Heimatgemeinde Welteroth unterstützt ihn bei seinem Vorhaben. Mein Name ist Heinz Hilge, ich bin Bürgermeister von Welteroth, eine der Gemeinden, der drei Vogteigemeinden, die das Projekt hier in Greisch unterstützen, das Heinz Riedel als Bürger von Welteroth ins Leben gerufen hat. Er hat die Not hier gesehen und es sind durch viele Spenden bei Veranstaltungen Geld zusammengekommen für Materialbeschaffung hier, für das Projekt hier durchzuziehen. Nicht allein, dass Bürger aus unseren drei Gemeinden Ströth, Libern und Welteroth hier persönlich runterfahren, das Projekt betreuen. Die Gemeinde hat nach vorgesehen, dass das nicht nur mit Geld unterstützt wird, sondern dass Frauen, junge Frauen von hier aus der Gemeinde nach Welteroth in den Kindergarten kommen, um eine Ausbildung erfahren, im Praktikum, um zu sehen, was, wie Kindergarten geleitet wird, wie mit Kindern gearbeitet wird. Das wollen wir von unserer Gemeinde finanziell unterstützen, die Ausbildung, um dass später die Möglichkeit auch besteht, hier, wenn der Kindergarten fertig ist, Frauen eine gewisse Erfahrung gesammelt haben in Deutschland, um dieses Projekt ins Leben zu rufen und dann auch personell zu betreuen. Das Projekt Regenbogen versucht somit auch die zwei verschiedenen Kulturen einander näher zu bringen. Es gibt noch ein zusätzlichen Tick, ja, dass man die Völker bindet, dass man sich öffnet. Wir reden schon seit Jahren von Europa und endlich muss man das auch verwirklichen. Und solche Projekte wie jemandem helfen, der von selber, der sag ich mal 40 oder 50 Jahre beim Regime von Ceausescu nichts bewirken konnte, weil alles geplant war und festgelegt war. Ich weiß, ich komme selber aus Oberschlesien, da hieß es immer, da brauchen Sie nichts machen, das ist nicht uns oder was weiß ich alles. Und das sind Gebiete, die immer zurückgeblieben sind. Ja. Hilfe zur Selbsthilfe lautet das Motto von Heinz Riedel. Und die Beteiligung der Bürger von Kreisch an dem Projekt war für ihn eine Grundvoraussetzung. Ich komme aus Ströth, bin pensionierter Berufssoldat und habe letztens in einer Zeitung gelesen, dass der Heinz Riedel ein Projekt durchführt in Rumänien. Früher durfte ich nicht hierher, durch meinen Beruf. Und ich habe das gut gefunden, was die da gemacht haben oder anleihen wollten. Da habe ich mir gedacht, da gehst du mit. Und da habe ich den Heinz angerufen, habe gefragt, kannst du mich gebrauchen? Sagt er, selbstverständlich. Und da bin ich mit meinem jüngsten Sohn damals mitgefahren. Wir wurden hier sehr herzlich aufgenommen in Kreisch, haben hier Freunde gefunden, waren damals auch wie dieses Jahr bei der Familie Berger. Wurden wirklich sehr gut betreut, auch hier von der Bevölkerung. Und was mich halt unheimlich beeindruckt hat hier, dass es hier jetzt so ist wie damals hier, wie bei uns vor 50 und 55 Jahren. Und ich habe mich halt zurückversetzt gefühlt hier so. Und das war für mich also das, naja, war ergreifend irgendwie. Und ich habe mitgemacht hier aus dem Grunde hier, weil ich was machen wollte hier für die Kinder. Die haben die leid getan, wie ich das gesehen habe, wie die hier rumlaufen und was die durchmachen müssen. Und da ich selbst 5 Kinder habe, habe ich mir gedacht, hier kannst du mithelfen, auf die Art und Weise. Ja, und ich freue mich, dass es dieses Jahr wieder geklappt hat, dass ich mich fahren konnte. Und werde sehr wahrscheinlich auch, wenn es so geht, auch nächstes Jahr wieder mitfahren. Weil ich das unheimlich toll finde, dass man hier also hier mit Rumänen, Deutschen, Zigeunern, egal mit welcher Bevölkerungsschicht hier zusammenarbeiten kann. Ich bin vor 6 Wochen pensioniert worden und dachte, ich mache was Sinnvolles, bevor ich mich zu Hause hinsetze und die Möbel bewache. Das macht nämlich keinen Sinn. Aber hier bin ich eingeschaltet. Ich bin Vater von 3 Kindern und tue jetzt hier was Gutes. Und das ist schön so. Und da die Sonne scheint, was könnte mir Besseres passieren? Und ich sehe dieses Projekt mit sehr positiven Augen. Ich habe das beobachtet über längere Zeit und habe festgestellt, da ist Bedarf und wir leben im Überfluss und nun können wir ein bisschen was von unserem Überfluss abgeben. Auch in Form von praktischer Tätigkeit. Und es macht Spaß und ich denke, wir werden diese Zeit wohl nicht. Sozialarbeiter. In Welteroth habe ich ein kleines Kinderheim. Das heißt, bei mir wohnen 8 Kinder. Ich wohne mit denen die ganze Zeit Tag und Nacht unter einem Dach mit meiner Frau zusammen, wie eine Großfamilie. Jo, aber momentan sind Ferien.
Das heißt, die meisten Kinder sind in Freizeiten oder bei ihren Verwandten. Und so hat mir meine Frau und meine Kollegen und Kolleginnen eine Woche freigegeben. An Rumänien reizt mich natürlich nur der soziale Aspekt. Und der Abenteueraspekt ist überhaupt nicht vorhanden. Und dass ich einen Geländewagen dabei habe, mit dem in die Pampa fahren will, verrate ich auch nicht. Es ist ein Abenteuer, es ist ganz einfach ein Abenteuer. Und es ist für eine gute Sache. Ne înțelegem cu ei, îi ajutăm cât putem. Zilele libere le sacrificăm ca să putem să ajutăm să avansăm cu lucrare. Și mă bucur că pot onora solicitarea domnului primar, care m-a solicitat să vin să particip la ridicarea acestei construcții, care în fond și la urma urmei va fi o grădiniță pentru cei mici din satul Criș. N-am vorbit multe și anul trecut nu puteam să zicem, domnule, să vedem ce o să facem noi și asta ne stătea în gât, dar am zis că ajungem o dată să arătăm fără ca să vorbim. Die Helfer aus Deutschland kommen nicht mit leeren Händen. Hilfsgüter wie Fahrräder und Kleidung, die das ganze Jahr über von Heinz Riedel gesammelt wurden, sind für die Einwohner von Kreisch bestimmt. Besonders die Kinder können es kaum erwarten, denn außer nützlichen Sachen ist auch gerade etwas für sie dabei. Plüschtiere und Spielzeug. Und da hatte ich ein schönes Erlebnis, da war so ein kleines Kind vor den großen Haufen Kuscheltieren und konnte sich nicht entscheiden, welches Kuscheltier sie nehmen will. Sie hat 5, 6 Kuscheltiere in der Hand gehabt und konnte sich nicht entscheiden für eins. Dann habe ich gesagt, also wenn ich an deiner Stelle wäre, da wird mir dieses Kuscheltier gefallen. Da hatte ich dann so einen kleinen Bär in der Hand. Und kaum hatte ich das gesagt, hat sie mir den schon aus der Hand gerissen. Und das sind so Highlights, die man erleben muss. Du hast auch eins. Na, wunderbar. So, ich glaube, es hat jeder was gekriegt. Und Potenzial für die Zukunft ist in dem Ort vorhanden. Die altertümliche Burg Bethlehem soll demnächst in den Gemeindebesitz übergehen und als Jagdschloss für den Tourismus sorgen. Die Landschaft um Kreisch ist ein Stück unberührte Natur und lädt zu idyllischen Spaziergängen ein. Naturfreunde und Erholungssuchende kommen hier auf ihre Kosten. Den Alltag lässt man weit hinter sich. Durch den Bau des Kindergartens will Projekt Regenbogen nicht nur den Kindern eine Perspektive in die Zukunft geben. Es soll allen Menschen in Kreisch zeigen, dass man immer irgendwie etwas bewegen kann. Man muss einfach nur die Initiative ergreifen.